Klar, klar. Du hast immer noch nicht Tschüss gesagt. Was ist? Du hast immer noch nicht Tschüss gesagt. Soll ich jetzt noch mal schnell sagen? Hey Leute, willkommen zu einem 101-Turnier auf meinem Server mit dem Igler. Ich bin automatisch weiter. Alles klar. Ja, es sind gerade noch nicht so viele Spieler online, deswegen mache ich auch gerade dieses Video. Der Server ist jetzt richtig aus dem Wartung raus. Sorry, ihr hört gerade irgendwie keinen Minecraft-Sound. Werde ich versuchen gleich zu fixen. Igler, sag mal was. Hi. Okay, gut. Ich dachte nur, ich höre dich gerade auch nicht mehr. Dann wäre das wieder der lästige Headset-Bug, den ich schon mal vor einem Tag hatte. Cool. Und darauf hab ich null Bock. So. Eben kurz den hier recken. Und ja, ich habe geschrieben, dass ich aufnehme. Ihr könnt ja mal alle auf den Server kommen. Ihr habt jetzt immer wieder die Chance, in meiner Aufnahme zu sein. Ich nehme auch ab und zu hier mal 1 vs 1 auf. Und ja. Skype PvP auch, also auf unserem Server. Wir hatten jetzt durch einen kleinen Bug, weil wir immer auf Crackhead gegangen sind, wurde das Passwort von Schmiegler rausgefunden, dem alten Schlingel. Und dann wurde leider ein bisschen was bei uns gegrieft. Deswegen werden wir jetzt auch erstmal auf Premium bleiben, wir werden erst später wieder auf Crackhead umsteigen, aber wir werden auf jeden Fall irgendwann auf Crackhead umsteigen, Leute. Oh, jetzt bin ich im Kampf. Oh. Okay, ich hab ihn auf jeden Fall geholt. Auf jeden Fall, ja, deswegen wurde Community und Freebuild gegrieft und deswegen haben wir jetzt uns dazu entschlossen, erstmal nur 1 vs 1 zu bringen und eben Skype-PvP. 1 vs 1 haben wir von Overtime zur Verfügung gestellt bekommen, da auf jeden Fall nochmal ein dickes Dankeschön an ihn. Der hat uns das Plugin, was er selber recordet hat, zur Verfügung gestellt, das gibt's auf gar keinem anderen Server. Es ist halt wie Timolia ungefähr gecodet, aber trotzdem mega geil. Ob du Hunger an hast. Und Skype-PvP haben wir auch, also haben wir ja auch drauf gemacht, das haben wir auch extrem geil gemacht und ihr könnt jetzt gerne drauf zocken, ich bin da jetzt extrem oft online, ihr habt immer wieder die Chance in meinen Aufnahmen zu sein. Als und so ob. Weiter und so fort. Ihr könnt selber aufnehmen, wenn ihr YouTuber seid oder YouTuberin bzw. Prime Plus Rang beantragen. Ja, also joint auf jeden Fall alle drauf, join and play now, meine Fans, Spaß. So, ich mach gerade einmal diesen Reload, deswegen leckt's gerade ganz kurz. Ich wurde von Dennis penetriert. Alles klar. So, ich werde das wahrscheinlich kurz rauscutten. So. Okay, jetzt leckt's nicht mehr. Es leckt nicht mehr. Und ich habe wieder Minecraft-Sound, okay. Wahrscheinlich muss ich das sogar gar nicht rauscutten. Gut, also join and play now. 1 vs 1 ist drauf, Skype-PvP ist drauf, also ja, für meine PvP-Community, die ich ja eigentlich aufgebaut habe in letzten Zeit, eigentlich der perfekte Server, weil komplett noch Freebuild, wenn ihr sowas machen wollt, also wenn ihr mal bauen wollt, euer Base bauen wollt und so, das hat mir auch relativ viel Spaß gemacht in Freebuild. Das wird auch dann wieder kommen irgendwann, wenn wir wieder einen Spawn haben und mehr RAM haben. Ich hab grad gegen Dennis verloren. Richtig schlecht. Okay, aber Dennis ist auch gut. Also spätestens in 2-3 Wochen werden wir den RAM erhöhen und dann wird, denke ich mal, auch in einem Monat oder so spätestens Freebuild kommen, oder? Was sagst du, Schmiede? Ja, ja. Also wenn Freebuild noch, wenn die noch Freebuild wollen. Ja, wollen die eh. Das war eigentlich immer relativ beliebt. Und das ist auch für die Leute, die jetzt vielleicht nicht so gern PvP mögen, auch wenn ich auf dem Kanal fast nur PvP bringe, aber trotzdem auch mal für vielleicht andere Leute ganz gut. Einfach mal ein bisschen Freebuild-Action für zwischendurch. Ja, und sonst Kursgame und so kann vielleicht auch mal kommen, aber erstmal werden wir die Priorität wieder auf Freebuild legen. Dann haben wir erstmal Skype-PvP 1 vs 1 Freebuild und dann irgendwann, denke ich mal, vielleicht QSG. Ja, also bei mir sieht es gerade ganz gut aus. Jetzt kämpfe ich gerade gegen Danny, da werde ich, glaube ich, nicht gewinnen, weil Danny ist ziemlich gut. Aber es kann sein, dass ich gewinne, also ich habe mich jetzt schon ein bisschen verbessert. Aber ich glaube, da ich jetzt gerade schon seit 1-2 Stunden kein PvP mehr gespielt habe, okay, Slack gerade ein bisschen. Vielleicht müssen wir den RAM noch mal ein bisschen anpassen. Nee. Das passt doch nicht gerade an. Ja, ich weiß nicht, wenn wir noch RAM übrig haben, können wir jetzt zur Not ein bisschen mehr darauf legen. Och man, Danny, willst du mich verarschen? Hä, hey, Danny, falls du das Video siehst, ja, schäm dich. Das ist so mies, Danny. Nein, BG, ganz einfach. Ich bin ich bin noch in der Runde, also ich bin noch in, ich glaube, ich habe es geschafft, weil ich habe 2 Kämpfe von 3 gewonnen. Okay. Erlebst du noch? Oha, es laggt gerade, oder? Nee. Nee. Ich bin noch immer hier. Komm. Lol. Hä? Ich bin verbuggt gerade.
Was ist für Bug? Hä, hey, lol, als ob ich verloren hätte. Ach, jetzt Mann, ich hab die ganze Zeit mit der Rod geschlagen. Hättest du das Freezer? Der Igler, ich glaube, das sind wir. Also alle, die im Turnier sind, werden in Tab angezeigt. Das Tablet-Plugin für 1-1 ist verbuggt noch momentan. Das heißt, ihr werdet einfach keine Ränge im Chat und im Denken sehen. Aber es ist eigentlich auch ganz gut, weil dann kann man nicht unbedingt sagen, Mod und so weiter. Okay, in 1-1 kann man nicht wirklich targeten, aber kann man nicht die ganze Zeit nach Screen fragen und so. Also es hat Vor- und Nachteile. Wir werden mal sehen. Okay, da hat gerade jemand das Turnier verlassen. Wahrscheinlich ist er ausgeschieden oder so, ich weiß es nicht. Wenn er so verlassen hat, ist ein bisschen blöd. So, aber joint auf jeden Fall alle drauf. Ich werde immer mal wieder Turniere machen. Ich weiß noch nicht, also bald wird es auf jeden Fall so dazu kommen, dass man ab Premium Turniere machen kann. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon eingestellt ist. Müssen wir mal sehen. Schau mal, was die Rechte finden. Hör auf, hör doch auf! Nein! Mann, du bist so behindert, ne? Du bist so ein Spasti, oder? Ah, alles klar, wenn du verlierst. Hä, das hat nichts mit Verlieren zu tun. Du bauspannst mich einfach die ganze Zeit, wie so ein keine Ahnung. Wasser habe ich halt gemacht, ja. Ja, im Wasser. Von wem werde ich die ganze Zeit geschlagen? Hä? Kein Plan. Ich werde die ganze Zeit... Hör auf. Oh, es wird Kater können noch nicht schlagen. Anscheinend schon. Vielleicht ist es auch David im Vanished schon mal daran gedacht. Och, David. Kick, warte. Oder Dominic, grad. Also Shinigami. Nee, der ist glaube ich gar nicht da. Kann auch sein, dass er gejoint ist. Wenn Spectator schlagen können, wäre es natürlich mies, aber eigentlich müsste das nicht gehen. Sonst müsste auf jeden Fall nochmal Overtime anschreiben, dass er es fixen soll. Er hat uns halt das Plugin zur Verfügung gestellt. Das war ein Bewerbungsplugin für einen Server und ja, er hat uns das auf jeden Fall netterweise zur Verfügung gestellt. Das ist eigentlich richtig gut gecodet. Ja. Oha! Übertreib! Wieso hast du mir so viel Schaden? Ja, warum bowspamst du mich? Ja, was soll Andere ich machen Frage. Mit deinem Herz? Mies. Mies. Ich glaube, das ist schon fast das Finale. Ich weiß aber nicht. Ich bin mir nicht sicher. Also das ist auf jeden Fall ein ganz großes 1-1 Turnier. Wenn so wenig Leute drin sind, dann wird die Aufnahme immer schön kurz und knackig. Wenn ein paar mehr drin sind, wird die hoffentlich nicht zu lang, sonst muss man immer ein bisschen was rauscutten. Aber trotzdem, also es hat beides Vor- und Nachteile. Auch wenn wenig Spieler drin sind, hat genauso viel den Vorteil, wie wenn mehr Leute drin sind. So. Ach du Scheiße. Ich hätte noch ein FNS reinpacken müssen. Nein, FNS ist so richtig schlecht. Du bist schlecht. Beine. Oh Gott. Und Ease. Na, ist schon vorbei? Oder war das jetzt nur noch mal Qualifikation? Ich weiß es gar nicht. Ich bin hier immer noch in der Lobby, auch, ne? Wer ist Ease? Du hast den Kampf gegen Igler gewonnen. Hi, wie geht's? Warte, ich wreck dich jetzt weg. So. Nein, warte, lass es. Ich kann dich auch nicht killen. Warte, lass es, ich töte dich. Geht auch nicht. Scheiße. Nice. Nächster Bug gefunden, Leute. Warte, kann ich mit David töten? Komm mal her. Gewisse Leute meinten, dieses Plugin wäre bugfrei gewesen. Gewisse Leute haben Scheiße gelabert, aber naja, man kann es auf jeden Fall alles spielen. Also, wenn man gerade kein Turnier macht, dann passiert das natürlich nicht. Also, wenn man ganz normal 1v1-Kämpfe macht, dann kann man natürlich ganz normal spielen. Bloß beim Turnier ist es anscheinend manchmal so, dass das hier so ein bisschen verbuggt ist, dass wenn das Turnier zu Ende ist, einfach nichts passiert mehr. Hui. Gut. Kann man slash spawn machen? Nee. Keine Ahnung. Muss man wahrscheinlich lesen. Ja, du hast geliebt und jetzt wird's beendet. Ja, naja, gut. Also so viel zu dem Thema. Wie gesagt, Tablet ist hier in 1-1 nur nicht drin. Sonst schon. Ich kann dich ja nochmal ganz kurz Skype-PP zeigen auf meinem Server. So. Boah, 13 Klicks die Sekunde. Aha, alles klar, als ob er 13 Klicks die Sekunde hätte. Ja, oder so. Dafür ist... Ja, also Skype-PP joint man hier halt eben rein, ist dann eben hier. Und wenn man jemanden killt, dann bekommt man ein Emerald und hier bei den Villagern, die übrigens nur wir schlagen können, kann man dann hier Schwerter und alles kaufen, Rüstung etc. Hier Hör doch auf! Schwerter, Tränke, Rüstung, Spezialitems, hier seht ihr Spezialitems, TNT und so weiter. Goldäpfel sind auch dabei. Und ja, ist auf jeden Fall ganz cool. Wenn man stirbt, bekommt man automatisch wieder dieses Kit, was ich hier gerade anhab.
Und ja, vielleicht werden wir irgendwann mal ein anderes Plugin benutzen, wo man dann auch noch Premium-Kits und so macht. Aber erstmal ist es ganz cool, damit es auch nicht zu pay-to-win und so wie ist, haben wir das halt eben so erstmal gemacht, dass man als Premium genau die gleiche Vorteile hat wie so. Ja, vielleicht werden wir so ein, zwei Sachen machen, wie zum Beispiel Slash-Feed oder so für Premiums. Müssen wir mal gucken. Unsere Village ist wieder aufgefüllt. Ja, also Slash-Spawn buggt momentan. Da hat unser Dev gerade irgendwie... ja, was verschissen, also es ging erst, aber dann hat er ein Update zu dem Plugin rausgebracht und dann ging es nicht mehr. Naja, wird auf jeden Fall bald gefixt, Leute. Also der Server hat noch ein paar Bugs, aber ihr könnt ja trotzdem drauf joinen, spielen könnt ihr ja sowieso schon. Und die Bugs, die ihm gefixt werden müssen, werden auch noch in den nächsten Tagen gefixt. Schaut bei Schmiegler vorbei und disliked seine Videos. Ja, die Bewertung sowieso aus. Ich auch, weil ich irgendwie so einen kleinen... Typen hatte, der meinte, meine Dislike, meine Accounts mit mehreren, meine Videos mit mehreren Accounts zu disliken. Naja. Auch so. Egal. Ist ja eigentlich auch egal, dann mache ich es halt eben einfach erstmal ein bisschen aus. So, falls jetzt die Leute fragen, warum ich die Bewertung ausschalte, jetzt habt ihr die Antwort gehabt. Antwort auf alles. Dann schaut auf jeden Fall bei restinpizza.de vorbei, join and play now. Bis dann, Leute, und ciao. Nils kommt heute zurück, hat er geschrieben. Eklar. Oder wenn ich heute warte, wird. Eklar. Ja. Eklar. Ja. Du hast immer noch nicht Tschüss gesagt. Was ist? Du hast immer noch nicht Tschüss gesagt. Soll ich jetzt nochmal schnell sagen? Ja, bitte. Tschüss. Tschüss, Leute.